Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 15 des Let's Plays Skyrim mit Lydia und Weakling-Praktikant Tommy. In Teil 14 haben wir hier die Banditenfestung, ja, ich sag mal, angegriffen und so gut wie ausgehoben. Eine Spitzhacke. Nehme ich die jetzt mit? Beistelltisch? Oh, nee. Ja, ich stecke sie jetzt erstmal ein, mal gucken, ob wir damit noch irgendwas machen. Auf jeden Fall haben wir die Banditen besiegt. Die Banditenanführerin ist auch tot. Und wir können jetzt noch hier die Festung durchsuchen und gegebenenfalls plündern, falls sich hier schätzemäßig noch was finden lässt. Dann sollten wir zurück nach Weißlauf und die Belohnung abholen, die auf den Kopf der Banditenanführerin ausgesetzt ist. Ja, schöne Hüte, aber ich bin schon Helmträger. Das hatten wir lang nicht mehr. Kriege ich das noch hin? Ja. Kein Problem, aber wir hatten ja auch... wir hatten das verbessert. Zaubertrank des Volltreffers. Das gefällt mir. Wir hatten einen Punkt aufs Schlösseröffnen verteilt beim Stufenaufstieg. Eine schäbige Haube. Das gefällt mir. Nehme ich aber trotzdem nicht mit. Eine Trommel. Geheimnisvolles Arkavier. Achso, ein Buch. Ja, bringt uns jetzt erstmal nichts. Akavir bedeutet Drachenland. Tamriel bedeutet Schönheit der Morgendämmerung. Atmora bedeutet der ältere Wald. Doch nur die Rotwardonen kennen die Bedeutung von Vokuda. Akavir ist das Königreich der Tiere. Weder Mensch noch Meer leben heute in Akavir. Obwohl Menschen dies einst taten. Diese Menschen wurden jedoch vor langer Zeit von den vampirischen Schlangenwesen der Zeski? Ich kann das eigentlich nicht wirklich lesen. Zeski? Weiß ich nicht. Verspeist. Hätten sie überlebt, wären diese Menschen im Laufe der Zeit nach Tamriel ausgewandert. Ich nehme dieses Buch mal mit. Vielleicht lese ich mir das irgendwann mal durch, wenn niemand zuhört. Ein ehemals leitender Büroangestellter. Okay, klingt auch super, nehme ich nicht mit. Das sind alles so Geschichten von irgendwo, ne? Oh, das Leben von Uriel Septim. Das nehme ich auch auf jeden Fall mal mit. Wieso habe ich das jetzt mitgenommen? Das wollte ich gar nicht. Elfenohr? Ich glaube es ja nicht. Knoblauch. Ist gesund. Ja. Ich weiß schon, dir ist langweilig, Lydia. Aber mitgehangen, mitgefangen. Zauberbuch. Klingt jetzt gar nicht so uninteressant, muss ich sagen. Rüstungswert steigern. Das Amulett hatten wir doch auch schon. Genau dieses, glaube ich. Boah. Das ist ja mal was wert. Eieiei. Und ein wertvoller Stab. Du trägst zu viel und kannst nicht mehr rennen. Ja, jetzt haben wir es. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben so viel Zeug, wir können irgendwas mit Sicherheit abwerfen. Ja, die Spitzhacke könnten wir halt abwerfen, ne? Wie ist eigentlich... Ja, komm, machen wir jetzt.
Ach so, R fallen lassen. Ich wollte die eigentlich nicht ausrüsten. So. Moment mal. Ah, jetzt, okay, jetzt habe ich den Schrei hier. Das heißt, da müsste ich umschalten. Nachtsicht, ja, okay. Macht jetzt nicht so den Riesenunterschied. Altowein nehme ich jetzt gerade mal mit. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass man den für irgendwas brauchen konnte. Aber das kann auch Einbildung sein. Absolut gut möglich. Schwarze Pfeil. Schießkunst verbessert. Großartig. Das gefällt mir. So. Hier war nichts, ne? Genau. Geht's noch weiter rauf. Uiuiui. Käse. Lecker. Boah, das ist echt der Hammer. Schöne Aussicht von hier. Da sind wir rübergekommen. Fantastisch. Jetzt sind wir auf dem Dach gelandet. Gibt's hier noch irgendwie was? Nee. Ja, ich komme runter. So. Okay. Machen wir uns auf den Rückweg. Sicherlich noch genug Gefahren, die dort auf uns warten. Ja, vielleicht doch nicht. Wahrscheinlich wäre es auch hingehauen, aber ich gebe es zu, ich habe mich nicht getraut. Ja, der Weg hier ist auch, es ist alles interessant und schön und überhaupt. Aber man kann nicht... Ah, okay. Man kann nicht überall zugleich sein. Man muss sich leider für einen Weg und eine Richtung und eine Aufgabe entscheiden. Hier ist aber was los. Es ist so verlockend, hier einfach links und rechts und rundherum und überall die Gegend zu erkunden. Aber wie gesagt, ein bisschen Gradlinigkeit brauchen wir ja doch irgendwie. Ich guck mal gerade, sind das da oben Knochen? Nee, Pflanzen. Schade. Ein Silberring. Ich hätte lieber meinen Pfeil zurück, um ehrlich zu sein. Ja, gut. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir irgendwo auf diese Art und Weise mal einen Mammutstoßzahn finden. Denn irgendwo muss man den ja finden. Das wird wohl die Drachenfeste sein. Ist schon imposant. Das muss man mal wirklich sagen. Es ist ein verdammt imposantes Bauwerk.
Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Lydia, was war da los? Kommst du bitte? Wahrscheinlich hat sie auch mit dem Bogen auf den geschossen. Ist immer noch der Sammler, nehme ich an. Ja. Ihr braucht etwas? Ich sammle Zutaten, um sie dem Feinschmecker zu bringen. Wisst ihr, ich habe gehört, dass der Feinschmecker gerade jetzt im Himmelsrand ist. So, ein leerer Wolf. Ich weiß gar nicht, vielleicht müssten wir auch irgendwann mal mit der Lydia sprechen. Vielleicht kann man mit der auch noch irgendwie Sachen klären. So, wie war denn das jetzt? Müssen wir jetzt wirklich um die Stadt rum? Ich fürchte fast schon, ne? Da wird es morgen. Aber eine erfolgreiche Nacht für uns, würde ich sagen. Wenn wir das ganze Zeug jetzt verkauft kriegen, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns vielleicht sogar ein Pferd leisten können. Aber dann ist natürlich die Frage, was machen wir dann mit Lydia? Denn die hat kein Pferd. Whiterun. Ja, das ist die Sache, ne? Es steht halt alles auf Englisch hier drauf. Soll ich euch mitnehmen? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Was wisst ihr über Weißlauf? Ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaskre, ist das älteste Gebäude der Stadt. Ah. Oh. Und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflaggten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Okay. Bis dann. Trotzdem nicht ganz uninteressant. Was uns der gute Kutscher dort mitteilte. Hey, ich glaube, ich bin zum allerersten Mal auf dem richtigen Weg in die Stadt. Also auf Anhieb auf dem richtigen Weg in die Stadt. Wieso kommt denn jetzt unheimliche Musik? Ist doch eigentlich schön, zurück zu sein. So, dann holen wir uns mal das Kopfgeld. Könnte eine Münze für einen armen alten Bettler entbehren? Ach. Ist noch nicht so optimal hier, der Weg. Also ich muss sagen... Fürchtet euch nicht, ob Drache oder Riese, wir werden mit allem. Mit den Banditen, das fand ich jetzt gar nicht so schwer. Ich bin mal gespannt, wie viel wir dafür kriegen. War eigentlich relativ einfach. So, wo ist er denn, der Vogt? Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum.
Sie sind ungeschützt und kaum bewacht. Ein ideales Ziel für diese Verschwörung. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ja, das wusste ich. Der Banditenanführer von Festung Waldheim ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, das entspricht aber auch so meinem... Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Das entspricht aber auch so meinem Empfinden. Großstufe. Ja. Ich finde die Drachenfeste und toll. Ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Ah, was? Junge. Das war aber nicht nett. Ich möchte jetzt eigentlich lieber erstmal die Sachen verkaufen, die wir gefunden haben und so. Und wir haben ja auch noch andere Quests. Wartet mal, eine möchte ich jetzt mal hier unter Verschiedenes. Aventus Aretino. Da stehe ich irgendwie noch ziemlich auf dem Schlauch, was das sein soll. Aktueller Standort. Kann man denn jetzt irgendwo... Was? Ach, in Windhelm. Ja, doch, doch, doch. Mir dämmert da irgendwie was. Aber nee. Also, irgendwann mal. Mit dem Anführer der Gefährten weiß ich noch nicht. Ich muss sagen, ich finde die Gefährten jetzt allmählich deutlich interessanter, weil die ja auch hier geschichtlich sehr verwoben sind. Vielleicht gibt es da noch Geheimnisse um diese alte Methalle. Das würde mich jetzt doch schon interessieren. Den Schrein von Azura. Das würde ich mir auch mal angucken. Aber eigentlich... So, hier Mammutzahn, das könnten wir aktivieren, aber ja, wahrscheinlich erst, wenn wir den brauchen für den Rückweg. Das hier würde ich mal noch aktivieren. So. Jetzt brauchen wir einen Händler. Aus Graumähne. Ach, aus Graumähne ist es doch wahrscheinlich... Genau das, was ich gesucht habe. Nee. Das, was ich gesucht habe, ist hier oben. Ach ja. Haus von Clan Kampf geboren. Ja. Das stimmt natürlich. Gehen wir erstmal hier runter. Hier ist die Schmiedin, der Marktplatz. Ich denke, hier kriegen wir bestimmt ein bisschen was verkauft. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Hier ist eine neue Option. Arbeitet ihr den ganzen Tag in der Schmiede? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Ja, klar. Danke. So, was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ich möchte euch aber etwas verkaufen. Und zwar so einiges. Fangen wir mal... Oh, ja gut, der Verkaufswert ist deutlich niedriger als der Einkaufswert, aber ist ja auch logisch. Da müssen wir wahrscheinlich Redegewandtheit steigern, um das zu ändern. Oder Redekunst, oder wie es heißt. Aber wir verkaufen die natürlich trotzdem. Genau wie das. Alter, Nordpfeil ist genau wie Stahlpfeil vom Schaden her. Aber Gewicht 0. Also das hier auch. Naja, whatever. Bekleidung. Hier haben wir richtig schwere Sachen, nämlich vor allen Dingen die Stahlrüstung. 90 nur. Naja,
Nützt ja alles nichts. Weg mit dem Zeug. Ja, Redekunst verbessert. Neue Stufe. Das liest man gerne. Wolfspelz kann weg. Ja, ich denke, das wäre erstmal alles. So, Schleichen ging ziemlich hoch. Erstmal Ausdauer jetzt, würde ich sagen. Ja. Eine leichte Rüstung ist natürlich erhöht durch die Rüstung, die wir im Moment tragen. Ich guck mal Schießkunst, aber nee, wir brauchen 40. Aber Adlerauge könnten wir. Das braucht nur 30. Wenn du während des Zielens Blocken drückst, kannst du heranzoomen. Oh, das ist ziemlich cool. Ich glaube, das werde ich nehmen. 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Okay, sehr interessant. Ich gucke jetzt trotzdem noch mal gerade bei Schleichen rein. Ja, hier müssen wir wieder warten. Nee. Heimtücke. Schleichangriffe mit Einhandwaffen verursachen den sechsfachen Schaden. Das Geräusch, das Rüstungen verursachen, ist um 50% leiser. Klingt auch sehr gut. Das ist ja das Schlimme. Es ist einfach alles gut, aber ich muss hier das Adlerauge nehmen, das Heranzoomen. Ja, ich denke, wir haben ja noch die ein oder andere Stufe vor uns. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, okay. Was? Was denn? Hallo, Lydia. Briesenheim. Horcht, horcht. Was immer das heißen soll. Olava der Schwache. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Ja, das weiß ich. Und du möchtest einen Mammutstoß zahlen. Dann brauche ich mehr Erfahrung. Arcadias Kupferkessel, gucken wir mal rein. Wir haben ja, glaube ich, noch diese Robe. Vielleicht können wir die hier verkaufen. Hier ist gar keiner. Ja, sehr schön. Eine Sahneschnitte, großartig. Hier ist der Laden. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Aha. Habt ihr je daran gedacht, nach Cyrodiil zurückzukehren? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord in Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten? Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. 20! Ihr seid also ein Heiler? So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Klingt so ein bisschen geheimnisvoll. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Eigentlich möchte ich dir eher Sachen verkaufen. Habe ich hier noch irgendwie Sachen zum Verkaufen? Eigentlich nicht wirklich. Essen? Na, oh, habe ich mich wohl wieder mal verklickt. Werf deinen Blick drauf. Wieso geht das denn jetzt Werf wieder deinen nicht? Blick drauf. Ich verstehe es nicht so wirklich.
Alle Karotten werden jetzt verkauft. Schlammkrambeine, weg damit. Tomaten, weg damit. Den Wein verkaufe ich, glaube ich, auch, oder? Wein zumindestens. Okay. Sonstiges? Drachenknochen habe ich. Boah, die sind aber viel wert. Ob man davon was herstellen kann? Na, die wiegen auch viel. Drachenschuppen. Hm, so, ich behalte mal von jedem eins. Die Robe haben wir jetzt, glaube ich, immer noch. Wenn ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. So, ich habe jetzt mal... Huch, nein. Jetzt mal extra nicht geguckt, was die zu verkaufen hat. Ja, zwei Diademe haben wir noch. Feine Kleidung. Die Robe. Schmuck. Das will ich eigentlich alles noch loswerden. Schauen wir mal weiter. Ah, gemischt waren. Das klingt doch super. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Okay. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ja, der erzählt wohl gerne. Was führt einen Bretonen nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Okay, lustig ist er auch noch. Wie läuft das Geschäft? Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Interessant. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Und schauen wir mal, ob wir jetzt unsere Sachen noch loswerden. So, Amulett von Stender haben wir zweifach. Das brauchen wir nicht zweifach. Diadem der geringen Illusion. Das kann auch weg. Geringe Veränderung kann auch weg. Feine Kleidung kann weg. Robe der geringen Wiederherstellung kann weg. Und die der Silberschmuck kann auch weg. Bärenklauen. Boah, die sind ja nichts wert im Prinzip. Die behalte ich mal. Oder wahrscheinlich... Na, wir haben es wahrscheinlich dem falschen Händler verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass es woanders halt doch was wert ist. Aber egal. Schatzkarte. Kann eigentlich weg, aber... Zauberbuch. Ah, ich weiß es nicht. Behalte ich mal noch. Oh. Nein. Ja. Da haben wir ihm wohl schon so ziemlich alles abgeluchst. Bitte kommt wieder. Gut.
Gut. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir die Sachen langsam los und könnten hier die nächste Quest angehen. In Weißlauf. Aber ich denke, das machen wir in Teil 16. Ja, Lydia und ich bedanken uns dann erstmal fürs Zuschauen und sagen bis bald in Weißlauf. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Seid ihr Brot und Eitopf leicht?